Bonjour, Mesdames et Messieurs, und herzlich willkommen zum Canadian National Oakville Subdivision DLC für Trains and World hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem stillen Geist auf dem Kanal, dem Zengis. Ja, ich bin nicht der Ansgar, für alle, die mich nicht kennen, ich bin auch hier immer mal wieder. Ich fahre meistens Zug, aber bin eher selten hier, deswegen auch ja eher so der Geist auf dem Kanal. Ob ich der gute oder böse Geist bin, das könnt ihr jetzt entscheiden. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen und generell, ja, vielleicht Kritik oder was auch immer da lassen. Und auch vor allem, wie euch das Ganze hier gefällt eigentlich, was wir uns jetzt anschauen, weil wir schauen uns jetzt halt das neue, beziehungsweise den neuen DLC an für Trains and World. Es gibt neuen Content und vor allen Dingen, es gibt auch ein neues Land, und zwar Kanada. Weil wir werden nämlich heute hier auf dieser Strecke von Hamilton nach Oakville fahren, beziehungsweise Richtung Oakville erstmal nur. Und das Ganze halt auf kanadischem Boden, hier am Ontario Lake ist das, glaube ich. Und das Ganze ist eine knapp 40 Kilometer lange Strecke, überwiegend Güterverkehr eben. Hier ist viel Industrie, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das so frische kanadische Luft ist, wie man es jetzt vielleicht manchmal so denkt. Ist halt viel Industrie, ja gut, ne? Aber auf jeden Fall Güterverkehr im nordamerikanischen Stil. Und ich freue mich drauf. Also, ist zwar jetzt nicht unbedingt deutscher Content, der euch wahrscheinlich eher liegen würde, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, rein ins kanadische Abenteuer. Und ja, soweit schon mal so gut. Hier steht auf jeden Fall ein gemischter Güterzug. Sehr schön. Und interessant ist, dass die scheinbar zufällig zusammengewürfelt werden, weil ich habe das gerade schon mal gestartet, dann habe ich mich beim Rangieren total verfahren und jetzt ist es ein ganz anderer Zug. Naja, okay. Jetzt würde ich mal sagen, nicht lang schnacken und, ne, Abfahrt. So, das ist übrigens unsere GP9, mit der wir fahren werden, beziehungsweise mit zwei davon. Und wir kuppeln jetzt gleich noch einen Zug dran, wo dann nochmal, glaube ich, zwei dazukommen. Also es wird ein Fest heute. So, ja, wie wir es kennen hier, großer Schienenräumer, klassische Kupplung. Und ansonsten halt dieses klassische Ami-Design. Kraxeln wir mal hier hoch. Übrigens sehr schöne Bewegung hier, ne? Wie man hier hochgleitet. Beziehungsweise man gleitet ja nicht hoch, man kraxelt wirklich hoch. Sehr schön. Ja, es sei dazu gesagt, dass ich jetzt länger nicht mehr Trains and World gefahren bin. Und das ist keine faule Ausrede, sondern das ist immer ganz schön, weil dann ist man immer wieder ein bisschen aufs Neue geflasht. So. Richten wir uns mal kurz hier ein. Ja, jetzt muss ich doch mal ganz kurz hier. Ich dachte gerade, jetzt mache ich das mal ganz kurz souverän hier, aber das lassen wir mal lieber. So. Machen wir uns noch ein bisschen Licht an. Ich weiß, eigentlich müsste man, glaube ich, jetzt hier noch ein paar Checks durchgehen wegen der zweiten Lok und ach. Ja, aber wir wollen jetzt einfach mal Kanada erleben und das ist ja schon. Das ist der besagte See. Schön. Okay, so, und jetzt fahren wir, weil wir müssen noch ein ganz kleines bisschen rangieren. Ganz wichtig, die Kanadier hornen, glaube ich, auch genauso viel oder mindestens genauso viel wie die Amerikaner. Ja. Da links fährt gerade ein Kollege. Richtig was los hier. So, genau. Und wir müssen mich jetzt gleich hier einmal kurz... hier irgendwo war's. Müssen wir ein bisschen aufpassen oder... beziehungsweise ich, ihr könnt mir ja leider gerade nicht weiterhelfen. Weil ich bin vorhin einfach losgefahren, habe gedacht, Weichen sind ja gestellt. Ich hatte nämlich kurz nochmal geguckt. Und tatsächlich ist auch diese erste hier gestellt, die ist nämlich, genau, die scheren wir jetzt quasi kurz auf. Und deswegen muss man die nicht umstellen. Und dann dachte ich, ja super, ist ja dann schon alles geritzt und geregelt. Aber nein, dem ist nicht so. Übrigens sehr schön bei den amerikanischen Loks, man kann echt gut nach hinten gucken hier. Das ist doch manchmal sehr praktisch. So, jetzt müssen wir nämlich mal kurz aufpassen, was wir hier eigentlich machen. Ach, die haben jetzt...
tatsächlich umgestellt damit, okay. So, du da lang. Du bist gut. Du bist nicht gut. Bist du gut? Ich weiß es gerade nicht. Ah, du warst gut. Okay, so passt. Drei Lokomotiven sogar. Eieieiei. Das sind gar nicht mal so viele Wagen. Hui. Okay, man muss dazu sagen, das Szenario heißt Lokzug. Und das erklärt sich gerade, warum das so ist. Weil das sind echt viele Lokomotiven für so einen kurzen Zug. So. Machen wir hier leicht beschleunigtes Rangieren. Ich weiß nicht, wie die Vorschriften in Amerika sind. Aber wahrscheinlich relativ hoch sogar. Weil eigentlich müsste jetzt wahrscheinlich am anderen Ende jemand stehen oder ich müsste selber persönlich kurz rüberrennen. Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das ersparen wir uns, weil dafür haben wir hier im Simulator zum Beispiel solche wunderschönen Möglichkeiten. Und so können wir quasi unseren eigenen Rangierer, der hinten am Ende sitzt, ja, simulieren. Immer eine schöne Sache. So. Das sieht sehr gut aus. Im Optimalfall alles richtig gemacht. Bremsen wir schon mal an. Lieber einmal zu viel als dann zu wenig. Stopp. So. Jetzt ganz leicht beschleunigen und dann haben wir es wunderbar gelöst, das Problem. Rums. Ach, die werden gar nicht angeschmissen. Wie eigentlich auch so. Nee, das ist jetzt die GP36, ne? Genau, es gibt nämlich zwei Lokomotiven, oder ist das eine andere Ausführung? Die ist ja schön. Nee, das ist schon eine andere Lok. Schick mit diesen kleinen Ausguckfensterchen, damit einem der Wind nicht immer so ins Gesicht pustet. Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder rein nach vorne hier in unser wunderschönes mintgrünes Führerständchen. Also mintgrün, ich weiß ja nicht. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es irgendwie richtig hässlich, aber in Zügen mag ich es. Auch wenn mich es dann wieder immer an die Zugtoilette erinnert. Also wie man es dreht und wendet, ist ein bisschen schwierig. Meine Beziehung zum mintgrün hier. Aber hier ist es wieder so ein bisschen so ein rustikales, ich weiß nicht. Eigentlich so, dass es schon wieder gut ist. Ich finde, das Horn könnte lauter sein. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann, die Hornlautstärke. Ach so, Moment mal. Warum ist die denn jetzt auf einmal richtig gestellt? Okay. So. Hoffen wir mal, ja, die ist richtig gestellt.
Da hat man gehört, dass die Glocke mit Druckluft betrieben wird. Auch eine interessante Sache. Haben wir eigentlich... Jetzt haben wir es. Die Weichen in Fahrtrichtung Norden. Um dahin zu kommen, also. Passt doch alles wunderbar, oder? Also ich sehe da jetzt kein Problem. Hier sehen wir übrigens mal die Strecke. Das ist eigentlich so ein L. Und hier ist dann eine Brücke irgendwo, die über so einen kleinen Ausleger vom See geht. Ich würde mal sagen, wir können jetzt einfach losfahren. Gehe ich mal jetzt einfach stark von aus. Ja, das ist ein bisschen... Bei der Wasseroberfläche sieht man, dass sie ein bisschen sich wiederholt, sag ich mal. Das Interessante ist, so leichte Wellen oder sowas, die wiederholen sich so regelmäßig, aber... Oder sind das Schatten von den Wolken, das andere? Ja, es geht schon klar, so, aber... Na, so ist ein bisschen zu gleichmäßig. Also da hat man das Gefühl, man guckt einfach auf so eine Textur drauf. AFM-Indikator. Boah, diese Führerstände. Also ich finde die irgendwie super genial, weil die so wahnsinnig robust wirken. Aber auf der anderen Seite finde ich die auch irgendwie so ein bisschen zu rustikal. Also da denke ich mir immer so, okay, natürlich die ich sag mal, deutschen alten Führerstände, die sehen jetzt auch nicht unbedingt immer so luxuriös aus oder so. Aber das ist irgendwie nochmal, man sitzt hier in seiner Ecke, hat einfach nur diesen Kasten vor sich. Man kommt alles dran natürlich, das ist schon gut, ne? Aber, oh. So. Natürlich mal wieder gut, dass ich mir die Signalisierung hier ausgeblendet habe. Weil die kanadischen Signale, also die dürften sich nicht so sehr von den amerikanischen unterscheiden, aber trotzdem habe ich auch davon nicht besonders viel Ahnung. Deswegen hole ich mir gerade eine kleine Hilfe zurecht. Aber ich glaube, das bringt jetzt gerade nichts. Also probieren wir unser Glück. Ich weiß nur nicht, was der jetzt vorhin mit der mit der guten Weiche meinte. Ah, das ist auf jeden Fall Warning. Das heißt, es ist Obacht geboten. So, und jetzt geht's einfach so wunderschön weiter. So. Ja, jetzt habe ich gerade tatsächlich die Seite offen. Jetzt
gibt so eine wunderschöne GIF-Animation mit den ganzen Signalen, aber jetzt sehe ich da nicht mein Signal. Ah, ist das alles kompliziert. Naja, aber das ist auf jeden Fall der erste Eindruck hier aus Kanada. Boah, ich finde so, das sieht schon echt teilweise echt schnubbelig aus, ne? So, wir dürfen jetzt auch mal richtig hier auf die, Gas geben. 95 Meilen pro Stunde dürfen wir fahren. So, jetzt haben wir hier ein Signal. Das ist... Ja, wie, wo sind denn die rot, rot, rot? Was? Ach, das war... jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ist akzeptiert. Jetzt wird es auf 15 runtergesetzt. Ja, 15 kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Und ich sag noch so motiviert, ja, jetzt können wir richtig Gas geben, weil ich dann oben die 50 gesehen habe. Jetzt mal die 95 und mir schon dachte, ja, ihr seid ja welche. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz den Zug an, weil irgendwo ist da ein interessanter Wagen. Ach so. Mhm. Das ist einer von diesen Autotransportern, leer allerdings. Können wir das eigentlich jetzt auch so mal kurz öffnen? Tatsache. Ja gut. Also, so viel zum ersten Eindruck von Kanada. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und schauen wir weiter, ne? Also, bis dahin. Tschüss. Euer Zengis.